Ja, unser Studium heute ist über Gottes Gesetz, über die 10 Gebote. Und wir wollen schlussendlich studieren sowohl den Buchstaben, also das die schriftliche Anforderung des Gesetzes, wie auch die geistige oder noch über den Buchstaben hinausgehenden Anforderungen des Gesetzes. Und das ist insofern auch mit einer der weiteren Grundlagen für Gerechtigkeit aus Glauben. Weil wenn es kein Gesetz gäbe, braucht es auch kein Evangelium, weil dann gäbe es keine Gerechtigkeit. Das heißt, bevor wir Gerechtigkeit aus Glauben studieren, müssen wir eigentlich erst nochmal genauer die Gerechtigkeit, die Gott von uns fordert, studieren. Weil das ist auch so gesehen insofern notwendig, dass wir vielleicht auch notwendig einen tieferen Hunger nach der Gerechtigkeit Christi bekommen oder auch viel mehr merken, wie sehr wir die Gerechtigkeit Christi brauchen. Mit diesen Worten können wir auch anfangen. Aber schlussendlich ist es notwendig, die Verurteilung des Gesetzes zu fühlen, um gerettet zu werden. Und Ellen White schreibt hier einige interessante Dinge im Vom Schatten zum Licht über das Gesetz. Das Wesen und die Bedeutung des göttlichen Gesetzes hat man in erheblichem Umfang aus den Augen verloren. Ein falsches Verständnis vom Charakter und von der Dauerhaftigkeit und Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes hat zu falschen Vorstellungen über Bekehrung und Heiligung geführt. Oder in anderen Worten, wenn man nicht die Tiefe des Gesetzes, die Breite seiner Anforderungen erkennt und dass es heute immer noch verbindlich und gültig ist, führt es schlussendlich dazu, dass auch meine Vorstellung über das Evangelium, was man so als Bekehrung und Heiligung, als diese zwei Teile des Evangeliums zusammenfassen könnte, also wenn ich das Gesetz nicht richtig verstehe, wird das dazu führen, dass ich auch falsche Vorstellungen über Bekehrung und Heiligung habe. Und sie schreibt dann, was dann nochmal die Folge davon sein wird. Die Folge war eine allgemeine Abnahme des lebendigen Glaubens in den Kirchen. Im Englischen eigentlich der Frömmigkeit oder der Heiligkeit, die ist auch dadurch abgenommen. Und dann sagt sie, hier findet man das Geheimnis, weshalb den Erweckung unserer Zeit der Geist und die Kraft Gottes so sehr fehlen. Das heißt, auch wenn wir vielleicht in der Adventgemeinde Erweckung suchen, aber dem der Geist und die Kraft Gottes fehlen, haben wir hier auch mit einer Erklärung, worin das liegt. Was sich hier nämlich schlussendlich zeigt, ist, dass ein falsches Verständnis vom Gesetz führt zu falschen Vorstellungen über Bekehrung und Heiligung. Und das wiederum führt zu einer Abnahme von Frömmigkeit. Praktisch heißt es, wenn ich nicht glaube, dass das Gesetz gültig ist oder ich mir nicht wirklich bewusst bin, was das Gesetz alles von mir fordert, dann werde ich mit einem viel einfacheren Evangelium, was mich zum Beispiel nicht zu einem Überwinder macht, mich zufrieden geben und denken, dass das ausreicht. Und das ist dann auch logisch, dass die Frömmigkeit in der Gemeinde abnimmt. Weil der Maßstab ist geringer und auch man braucht gar nicht so ein besonderes Evangelium, was einem hilft, diesen Maßstab zu erreichen. Wir wissen aber, wenn das der Fall ist, sind wir nicht bereit. Und das ist ein großes Problem für Gottes Volk. Um dies rückgängig zu machen, muss man also damit beginnen, wieder eine richtige Vorstellung vom Charakter, von der Kontinuität und vom Wesen des Gesetzes Gottes zu gewinnen. Weil das wird einen dann schlussendlich dazu führen, wieder das richtige Evangelium zu suchen. Und das wird einen dann befähigen, ein frommes und wirklich in Gottes Augen heiliges Leben zu führen. Das ist der Grund, warum wir jetzt auch in unserem Studium mit diesem Thema weitermachen. Ellen White schreibt dann noch am Ende, in dem Kapitel, wo das letzte Zitat herkommt, auch noch hier diese Sache. Dies sind die Früchte echter Bekehrung und Heiligung. Und weil die großen Prinzipien biblischer Gerechtigkeit, die im Gesetz Gottes dargestellt werden, in der christlichen Welt so gleichgültig behandelt werden, sind sie so selten zu sehen. Also sie sagt eigentlich hier, dass weil viele das Gesetz nicht wirklich in der Tiefe verstehen, sieht man wenig echte Bekehrung nur. Deshalb ist so wenig vom tiefen bleibenden Werk des Geistes Gottes zu merken.
wie das in früherer Zeit bei Erweckung der Fall war. Durch das, was wir betrachten, werden wir verändert. Weil aber jene ehrwürdigen Verordnungen, mit denen Gott den Menschen die Vollkommenheit und Heiligkeit seines Charakters offenbart hat, unbeachtet bleiben und die Aufmerksamkeit der Leute auf rein menschliche Lehren und Theorien gelenkt wird, ist es nicht verwunderlich, dass der lebendige Glaube oder im Englischen sogar auch die Frömmigkeit in der Kirche abgenommen hat. Nur wenn das Gesetz Gottes seine rechtmäßige Stellung zurückerhält, kann es eine Erweckung zu ursprünglichem Glauben und Gottseligkeit unter seinem bekennenden Volk geben. Nun, für viele andere Christen ist es sehr offensichtlich, inwiefern das zutrifft. Was wir heute aber studieren wollen, dass das auch eine gewisse Anwendung für Siebentagsadventisten hat, obwohl sie trotzdem das Gesetz so hochhalten. Zumindest teilweise. David sagt hier in Psalm 119, Vers 96, von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen. Sehr ausgedehnt ist dein Gebot. Also er sagt, von all dem Vollkommenen hat er so gesehen irgendwo eine Begrenzung gesehen. Aber dem im Kontrast dazu, die Gebote Gottes sind sogar noch breiter in ihrer Anwendung, als eigentlich jede Sekunde, jede Phase unseres Lebens, unseres Herzens, wird vom Gesetz Gottes betroffen. Weil das Gesetz ist viel mehr als einfach nur, was dort in 2. Mose 20 steht. Das ist nur der Buchstabe, denn es soll gesehen ein Geist, also eigentlich Prinzipien, die universell und allgemein zutreffend sind und auch unser gesamtes Leben in jedem Moment berühren, liegen dem eigentlich zugrunde. Das ist, was David hier sagt. Und lasst uns mal Römer 7, Verse 7 bis 9 lesen. Und da will ich gern einen von euch bitten, die Verse vorzulesen. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Dankeschön. Überleg doch mal, was hier steht. Das Interessante hier ist, dass Paulus das geschrieben hat, als er schon bekehrt war, oder dass er das eigentlich er hat das nicht geschrieben, als er bekehrt war. Aber was er hier beschreibt, war, als er ein Pharisäer war. Und als Pharisäer kannte er, zumindest nach menschlichem Denken, das Gesetz schon. Er hat vermutlich sogar viele Teile des Alten Testaments auswendig gekannt. Und trotzdem sagte er, oder von diesem Zustand als Pharisäer sagte, dass er ohne Gesetz war. Und dann erklärte er, dass in diesem Zustand, obwohl er eigentlich menschlich, würde man denken, er hat das Gesetz, aber trotzdem sagte, das Gebot kam und bewirkte in mir jede Begierde. Also was Paulus eigentlich sagt, ist, dass er als Pharisäer so gesehen nur den Buchstaben des Gesetzes gekannt hat. Zum Beispiel hat er nicht wirklich verstanden, dass was alles darin begriffen ist, nicht zu begehren. Deshalb dachte er eigentlich, dass er das Gesetz kennt und hält. Aber dann in seiner Bekehrung hat Gott ihm nochmal durch den Geist die tieferen Dimensionen des Gesetzes und der Forderung Gottes bewusst gemacht. Und dass das Gesetz nochmal neu zu ihm gekommen und er hat sich erst wirklich da als Sünder gesehen, als er auch die Geistlichkeit des Gesetzes sah. Und dann hat er sich wirklich nochmal zu Christus, oder dann hat er sich überhaupt das erste Mal erst richtig bekehrt. Und schlussendlich schreibt Ellenwald schreibt dazu hier noch in Der rettende Weg. Der Apostel Paulus schrieb, dass er im Hinblick auf die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit
an seinen äußerlichen Taten gemessen, untadelig war. Aber erst als er die geistliche Dimension und den eigentlichen Sinn des Gesetzes erkannte, wurde ihm bewusst, dass er ein Sünder war. Gemessen am Buchstaben des Gesetzes und an der Art, wie Menschen es gewöhnlich auf das äußerlich Sichtbare anwenden, hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber als er der tieferen Bedeutung der heiligen Gebote auf den Grund ging und sich selbst mit den Augen Gottes betrachtete, musste er sich voll Scham vor Gott verbeugen und seine Schuld eingestehen. Er schrieb: Ich lebte einst ohne das Gesetz, aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich dagegen starb. Erst als ihm die geistliche Dimension des Gesetzes deutlich wurde, erkannte er die Sünde in ihrer wahren Abscheulichkeit und seine Selbstgefälligkeit beschwang. Sie schreibt noch etwas mehr über diese echte Erfahrung von Überführung, also wenn Gott uns von Sünde überführt, hier in einem weiteren Abschnitt in der Rettende Weg. Vielleicht haben wir uns ähnlich wie Nikodemus bisher eingebildet, dass unser Lebenswandel doch ganz in Ordnung und an unserem Charakter nichts auszusetzen sei. Wir meinten, dass für uns keine Notwendigkeit besteht, unser Herz wie jeder andere Sünder vor Gott zu demütigen. Aber wenn das Licht Christi in unser Herz strahlt, sehen wir plötzlich, dass wir alles andere als rein sind. Uns wird bewusst, wie selbstsüchtig unsere Motive sind und wie jede Handlung unseres Lebens von der Feindschaft gegen Gott geprägt und verunreinigt ist. Sie sagt, wie jede Handlung im unbekehrten Zustand. Auf diese Weise erkennen wir, dass unsere eigene Gerechtigkeit in Wirklichkeit nur schmutzige Lumpen gleicht und uns allein das Blut Christi von der Verunreinigung durch die Sünde reinwaschen kann. Er allein erneuert unser Herz und macht uns ihm ähnlich. Sie schreibt noch weiter: Ein einziger Lichtstrahl der Herrlichkeit Gottes, nur ein Schimmer der Reinheit Christi, der die Seele durchdringt, macht auf schmerzliche Weise jeden kleinsten Fleck der Verunreinigung sichtbar und legt die Fehlentwicklung und Mängel des menschlichen Charakters bloß. Unsere unheiligen Wünsche, die Treulosigkeit des Herzens, unsere unreine Sprache, alles wird offengelegt. Wenn der Sünder Gott gegenüber nicht loyal war und so Gottes Gesetz in Misskredit gebracht hat, wird ihm das deutlich vor Augen geführt. Der durchdringende Einfluss des Geistes Gottes öffnet ihm die Augen und der Mensch ist zutiefst betroffen und betrübt. Er verachtet sich selbst, wenn er den rein marktlosen Charakter Christi betrachtet. Und schlussendlich, was wir heute studieren wollen, ist, ob wir persönlich diese Erfahrung schon gemacht haben. Und wir wollen das so gesehen schauen, indem wir tiefer in das Gesetz schauen, damit es, wenn notwendig ist, uns überführt. Weil vielleicht sind wir schon äußerlich an der Zeit Christen, aber haben noch nicht wirklich diese Erfahrung gemacht, dass dieses Licht von der Herrlichkeit Gottes in unser Herz strahlt. Ein Strahl der Herrlichkeit Christi, der uns wirklich bewusst macht, wie sündhaft wir ohne Christus sind. Weil wenn uns das nicht wirklich bewusst wird, können wir nicht im vollsten Maß die Gerechtigkeit Christi empfangen. Bevor wir das Heilmittel annehmen können, muss uns erstmal ganz klar von Gott die Diagnose gestellt werden. Und die Frage ist, kann es sein, dass wir als Siebenten-Tags-Adventisten zu einem guten Stück die Tiefe des heiligen, gerechten und vollkommenen Gesetzes Gottes noch nicht ganz erkannt haben? Und brauchen deshalb die Augensalbe des Gesetzes und des Wortes Gottes, um uns über die Breite des Gesetzes zu erleuchten? Ich denke, die Bibel sagt, dass dies der Fall ist. Hier in Offenbarung 3. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst.
Habt ihr schon mal gefragt, was die Augensalbe ist? Hier in Psalm 19, Vers 9 heißt es, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Das heißt, das Gebot Gottes ist die Augensalbe. Ah, da kommen wir später nochmal dazu. Zum Beispiel sagt Paulus, dass durch das Gesetz die Sünde sichtbar wird. Oder es heißt auch in Psalm 19 etwas weiter vorne, dass durch das Gesetz der Mensch bekehrt wird. Und die Sache, was hier eigentlich beschrieben ist und was wir studieren wollen, ist, manchmal kann es so sein, dass wir so gesehen das Gesetz lesen und sagen, ich bete keine Götzen an, ich habe keine Statuen, ich gebrauche Gottes Namen auch nicht fälschlich, ich halte den Sabbat, ich ehre meine Eltern und breche nicht die Ehe und so weiter. Und wir können so gesehen das Gesetz äußerlich anwenden und dabei eigentlich trotzdem völlig blind sein für viele Dinge, wo wir es vielleicht dann doch übertreten. Und deshalb wollen wir heute und nächstes Mal wirklich sehr tief das Gesetz Gottes studieren. Ich kann in meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es mich hat erst wirklich das Evangelium suchen lassen oder danach verlangen lassen, weil sich durch Ellen White und die Bibel Gott mir mehr und mehr bewusst gemacht hat, was eigentlich der Standard ist, zu dem er uns hochbringt. Vorher war mir das nicht wirklich bewusst und ich hatte dementsprechend auch kein Bedürfnis oder kein Bewusstsein, dass ich so sehr ein Evangelium brauche oder Gerechtigkeit aus Glauben. Und deshalb, weil wir wirklich das Grundlegen machen wollen in unserem Studium hier, wollen wir das auch sehr gründlich machen. So wollen wir jetzt so gesehen die verborgene Tiefe der 10 Gebote genauer studieren. Heute werden wir so die ersten 5 Gebote schaffen und dann beim nächsten Mal die nächsten. Und das Erste, was wichtig ist, dass man die 10 Gebote sogar schon in Gedanken, Motiven oder Worten übertreten kann. Hier heißt es in Jakobus, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Also erst einmal müssen wir das gesamte Gesetz halten. 99% sind nicht gut genug, nur 100%. Und dann sagt er aber auch, redet und handelt als solche, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden, was logisch auch dann mit einschließt, dass auch unsere Worte Teil davon sind, wie wir das Gesetz halten müssen. Das wird auch weiter hier in dem nächsten Kapitel im Jakobusbrief bestärkt. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sind sie und so rau die Winde auch sein mögen, sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welchen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Hier sehen wir wirklich auch, wie unsere Worte in Einklang mit Gottes Gesetz sein sollen, wenn wir wirklich gerecht sein wollen. Lasst uns jetzt noch zusammen Epheser 5, Verse 3 bis 4 lesen. Und ich würde wieder jemand von euch fragen, den Vers vorzulesen. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört.
Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Dankeschön. Das heißt, die Unreinheiten, das bezieht sich auf sexuelle Übertretungen. Und auch sowas wie Geschwätz oder Witzeleien oder irgendwelche dummen Witze oder auch ein niedriger Humor oder irgendetwas. Und auch teilweise ist vieles, was wir selbst für sogar für guten Humor halten, denke ich auch in Gottes Augen nicht wirklich angebracht. Weil das so eine leichtfertige Rede ist. Unsere Rede sollte vielmehr auf den gewichtigen Dingen beruhen. Und von diesen Versen sehen wir wirklich auch jetzt schon teilweise, was das Gesetz fordert, aber dass man es auch sowohl in Worten übertreten kann. Hier in Jesaja können wir noch sehen, dass es Gedanken betrifft. Hier heißt es in Jesaja 55, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Das heißt, dieser Mann ist ein Übeltäter durch seine Gedanken und diese falschen Gedanken muss er verlassen, um zu Gott zurückkehren. Oder zum Beispiel die Geschichte mit der Frau mit den zwei kleinen Münzen, die dann Jesus sehr lobt. Das zeigt schlussendlich, dass Motive über den Charakter der Taten bestimmen und auch den Wert von Handlungen ausmachen. Das heißt, wir können viel Gutes tun, aber wenn die Motive selbstsüchtig sind oder von anderen Aufmerksamkeit zu bekommen oder in irgendeiner Weise nicht dem Werk, was wir tun, entsprechen, übertreten wir damit. Das heißt, auch gute Taten aus falschen Motiven verdammt das Gesetz genauso. Das war als generelle Einleitung zu den Geboten. Jetzt wollen wir das Gebot Stück für Stück durchgehen. Hier das erste Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also offensichtlich sollen wir jetzt nicht noch Krishna oder Buddha oder damals vielleicht Baal oder Ashtoreth oder Zeus oder irgendetwas anbeten. Das ist so gesehen der Buchstabe, die offensichtliche Anwendung dieses Gebots. Aber lass uns mal schauen, was noch alles damit dazugehört. Zum Beispiel Jesus sagte hier in Markus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Schlussendlich heißt das, wenn wir Gott nicht mit dem ganzen Herzen lieben, sondern vielleicht nur mit einem Teil oder auch selbst dem Großteil des Herzens oder dem Großteil der Seele oder dem Großteil des Denkens oder der Kraft, ist es trotzdem nicht genug. Dann hat irgendetwas anderes doch mehr als Gott. Schlussendlich, wenn Gott all das von uns hat, natürlich können wir zum Beispiel, wenn man verheiratet ist, dann auch seine Frau lieben oder so oder seinen Mann, aber das wird niemals so gesehen an erster Stelle sein oder auch nie so gesehen, dass in Gott irgendwie in Konkurrenz stehen. Gott ist so gesehen allen anderen in unserer Anbetung und Hingabe überlegen. Und wenn das aber nicht der Fall ist, übertreten wir das Gesetz und das erste Gebot, weil dann machen wir das andere schlussendlich zu einem Gott und haben dann einen anderen Gott. Jesus sagte weiter, was diese Hingabe an Gott eigentlich einschließt. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, in Lukas heißt noch täglich sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, schlussendlich müssen wir Gott mehr lieben als uns selbst und bereit sein, uns selbst aufzugeben für Gerechtigkeit und Gott. Alles andere würde heißen, dass wir uns selbst oder etwas anderes zu einem Gott machen. In 5. Mose heißt es hier sogar noch, und damals war es buchstäblich gemeint, aber das Prinzip, also ich glaube, buchstäblich trifft das heute jetzt nicht mehr so zu, aber das Prinzip gilt heute immer noch. Hier heißt es nämlich, wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Ehefrau oder dein Freund, der dir so lieb wie deine Seele ist, heimlich anstiftet und sagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, also irgendwie zur Sünde anstiften, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, von den
Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien nah bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, so sollst du nicht einwilligen und nicht auf ihn hören. Selbst wenn das Vater, Mutter, Sohn, Ehefrau oder unser bester Freund ist. Und es heißt dann sogar noch weiter, du sollst ihn nicht verschonen und du sollst kein Mitleid mit ihm haben, noch ihn verbergen, sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll als erstes an ihm sein, um ihn zu töten und danach die Hand des ganzen Volkes. Nun, damals war das buchstäblich gemeint. Ich denke, heute will Gott nicht, dass wir jemanden töten, wenn er uns zur Sünde verführen will. Aber es heißt ganz klar, dass wir diese Person dann meiden sollen und auf keinen Fall dem hingehen, egal wie sehr wir die Person mögen. Lasst uns auch jetzt noch zusammen über das erste Gebot lesen, 1. Johannes 2, Vers 15. Und sehen, wie auch noch hier weitere Prinzipien dazu erklärt werden. Und nochmal, wenn jemand gerne von euch das lesen will, würde mich das freuen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, dem ist nicht die Liebe des Vaters. Dankeschön. Das heißt also, wenn wir die Welt lieben, lieben wir Gott nicht. Das sagt es ja in ihm, ist nicht die Liebe des Vaters. Wie würdet ihr sagen, können wir die Welt lieben? Habt ihr vielleicht ein paar Beispiele, wie ihr denkt, wie das praktisch sein könnte? Na, zum Beispiel, wenn man scharf auf Geld ist. Auf jeden Fall. Habt ihr noch weitere Ideen? Weltliche Vergnügungen? Das auch, ja. Man könnte auch an weltliche Besitztümer oder dass andere Menschen einen Wert schätzen, wenn man irgendeine Position hat in der Welt. Ansehen oder vielleicht sogar Bildungsabschlüsse. Sehr vieles kann sein, was die Welt ist. Und schlussendlich, wenn wir einfach uns in dieser Welt hier zu Hause fühlen und die Dinge, die die Welt macht, gerne machen. Also natürlich das eine oder andere, was Menschen in der Welt machen, ist auch bei den Christen okay. Aber wenn wir so diesen Geist der Welt in uns haben, wenn wir so gesehen durch die Fußgängerzone gehen können und uns da nichts irgendwie stört, wenn wir keine irgendwie ein uns nicht etwas regt gegen all das Gottlose, was man dort sieht. Wenn wir so gesehen im Geist mit der Welt übereinstimmen, das ist schlussendlich auch hier beschrieben. Aber die Bibel schreibt, wenn das so ist, haben wir nicht die Liebe des Vaters. Dann sind wir nicht wirklich bei Gott und halten auch sein Gesetz nicht. Ellen White fasst hier noch wunderbar zusammen, was alles im ersten Gebot enthalten ist. Jahwe, der Ewige, der aus sich selbst existiert, der Ungeschaffene, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, hat allein das Recht höchster Verehrung und Anbetung zu beanspruchen. Dem Menschen wird ausdrücklich untersagt, einem anderen Wesen oder Gegenstand den ersten Platz in Bezug auf Zuneigung oder Dienst einzuräumen. Was immer wir wertschätzen und dazu führt, dass unsere Liebe zu Gott abnimmt oder den Dienst, der ihm gebührt, beeinträchtigt wird zu einem Götzen. Also das ist wirklich sehr umfassend, was ihr hier schreibt. Und da müssen wir wirklich Gott fragen, ob es da irgendetwas gibt, irgendeinen Menschen oder ein Objekt, dem wir mehr von unserem Herz geben als zu Gott. Oder auch etwas, was nur unsere Liebe zu Gott oder den Dienst zu ihm einschränkt. Das alles ist von dem ersten Gebot betroffen. Lass uns jetzt zum zweiten Gebot gehen. Da heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, hier ist es deutlich, dass das alles einschließt, also jede Statur oder jedes Bildnis, ein Gleichnis dieser Art. Selbst wenn man damit Dinge auf der Erde
abbildet oder Gott damit widerspiegeln will und das in der Anbetung verwendet. Aber das so gesehen Gott widerspiegelt. Das ist verboten. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht ein Bild von Jesus malen kann oder sowas. Das meint, wenn ich dieses Bild jetzt irgendwie mit in der Anbetung verwende und vor dem Bild niederfalle oder so etwas. Nun, Statuen sind auch heute in vielen heidnischen Teilen der Welt immer noch ein Thema. Oder auch im Katholizismus und anderen Religionen, wo bestimmten Objekten große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber wie können wir auch heute anderen Objekten Götzendienst erweisen? Lass uns dazu mal lesen in Kolosser 3, Vers 5. Möchte es jemand von euch lesen? Sonst kann ich es nicht lesen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Dankeschön. Das heißt, hier sehen wir noch etwas weiteres, auch Habsucht oder ja, der Wunsch, viel Besitztümer zu haben oder so etwas. Das macht auch dann diese Objekte zu Götzen und Objekten, die wir dienen. Ellen White fasst hier dieses Gebot auch nochmal interessant zusammen. Das zweite Gebot verbietet die Anbetung des wahren Gottes in Form von Bildern und Figuren. Ist auch hier interessant, was sie dann weiterschreibt. Viele heidnische Völker behaupteten, ihre Bilder seien nur Darstellung oder Sinnbilder, durch welche die Gottheit angebetet wird. Also sie sagten, ja, klar ist das jetzt nicht unser Gott und wir wissen das schon. Aber sie schreibt dann weiter, aber Gott hat solch eine Verehrung als Sünde bezeichnet. Der Versuch, den Ewigen durch materielle Gegenstände darzustellen, erniedrigt die Vorstellung, wie der Mensch von Gott haben soll. Wenn sich der Verstand von der unendlichen Vollkommenheit Jahwes abwendet, neigt sich der Mensch dem Geschöpf zu statt dem Schöpfer. Wenn die Vorstellungen von Gott aber niedrig werden, wird auch der Mensch erniedrigt. Das heißt zum Beispiel in vielen Religionen, wo diese Bilder von Göttern vorkommen, ist es alles sündhaft und nicht anbetbar für Gott. Auch die Anbetung von Statuen von Heiligen oder sowas ist auch völlig eine Übertretung dieses Gesetzes. In dem dritten Gebot heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Es ist interessant noch, dieses Wort missbraucht. Nach dem Hebräischen kann man auch übersetzen, dass man den Namen leichtfertig verwendet. Oder ja, nicht den Umständen entsprechend. Oder dass man den Namen für etwas Nichtiges verwendet. Das könnte auch in sehr vielen sein. Zum Beispiel sagen ja viele Menschen, oh mein, und dann sagen sie den Namen Gottes oder so etwas. Und auch im Englischen gibt es Sachen, wo der Name Gottes einfach so als Ausspruch verwendet wird. Oder im Deutschen, dass Menschen Gott darum bitten, ihnen zu helfen. Aber sie sagen das nicht wirklich, weil sie jetzt Gott bitten, ihnen zu helfen, sondern sie sagen das einfach so als Gewohnheit. Und das ist nichts anderes, als den Namen Gottes leichtfertig zu verwenden und damit auch eine Sünde, die man überwinden muss. Aber lasst uns auch schauen, was noch alles dazugehört. In 2. Timotheus heißt es noch, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Sein und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn wir den Namen Christi nennen, muss unser Leben ihn auch widerspiegeln. Und wir müssen uns von der Ungerechtigkeit abwenden, sonst verunehren wir Gott schlussendlich, weil wir ihn dann falsch repräsentieren und damit auch seinen Namen verunehren durch unser Verhalten. Oder schlussendlich, was auch generell dazu gehört, wenn wir einfach generell schlechte Worte reden.
Weil auch das dann, wenn wir aus dem gleichen Mund schlechte Worte reden, wie wir Gott ehren oder seinen Namen verwenden, ist es auch eine Unehre für Gott. Das heißt, es in Epheser, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Lass uns da nochmal Römer 2, Verse 17 bis 24 lesen. Wir reden und bringen auch noch einige Punkte zu diesem Thema hervor. Da kann es gern wieder jemand von euch vorlesen. Und wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei, und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und Wahrheit hast. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht in Jesaja 52, Vers 5. Dankeschön. Und ihr könnt auch sehen, wie auch diese Verse zeigen, wie man auch Gottes Namen durch sein Verhalten entehren kann. Wenn wir so gesehen das eine predigen, aber selbst nicht tun. Oder wenn wir wirklich andere auffordern, wenn wir denken, oh, ich kenne hier so viel und ich kann anderen Bibelstunden geben und Mission machen, aber ich selbst gar nicht wirklich alles auslebe, was ich weiß, dann bin ich ein Heuchler. Und schlussendlich, selbst wenn andere Menschen nicht sehen, wo ich übertrete, verunehre ich doch Gott. Und so schreibt ein Wert hier noch darüber: Dieses Gebot untersagt nicht nur Meineide und das übliche Schwören bei Gott. Im Englischen sagt sie eigentlich hier noch, dass es sogar auch sowas wie ja, Kraftausdrücke und ja, unreine Sprache und all das, das sagt sie auch noch, wird von diesem Gebot verboten. Also nicht nur das verbietet es, also sowas wie Schwören oder Meineide, sondern verbietet uns auch, den Namen Gottes leichtfertig oder unbekümmert auszusprechen, ohne Rücksicht auf seine erhabene Bedeutung. Wir entehren seinen Namen, wenn wir Gott im Gespräch gedankenlos erwähnen, wenn wir ihn bei Nebensächlichkeiten anrufen oder seinen Namen häufig und unüberlegt wiederholen. Zum Beispiel manche Menschen beten und nennen dabei Gottes Namen ganz oft und sagen, Herr, wiederholen das immer wieder. Das ist auch schlussendlich Gottes Namen nicht zu ehren und unüberlegt und nicht wirklich mit einem Zweck zu sagen, sondern einfach so, ja, als Nichtigkeit. Heilig und Herr ist sein Name. Jeder Mensch sollte über Gottes Majestät, Reinheit und Heiligkeit nachdenken, damit sein Herz von einem Gefühl für Gottes erhabenen Charakter beeindruckt wird. Sein heiliger Name sollte deshalb nur mit Ehrfurcht und Ernst ausgesprochen werden. Das heißt zum Beispiel auch Witze zu machen, die Gott oder die Bibelverse enthalten, ist auch eine Sünde. Also was wie christliches Kabarett kann es nicht geben. Nur noch zum vierten Gebot. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Aber bevor wir damit anfangen, was ich noch sagen will, ist, was wirklich auch wichtig ist für unsere Erfahrung von Gerechtigkeit aus Glauben, dass wir diese Dinge wirklich verinnerlichen. Dass wir es vielleicht sogar selbst nochmal in Patriarchen und Propheten durchlesen und nochmal später durchgehen oder vielleicht sogar hin und wieder immer wieder uns daran prüfen. Und das wirklich Teil von unserem Denken wird. Dass wenn im Alltag wir kurz davor stehen, so etwas zu übertreten, dass ein bewusst wird, oh, das wäre eine Sünde. Dass uns wirklich diese Heiligkeit des Gesetzes bewusst wird. Weil das ist die Grundlage dafür, dass die Gerechtigkeit Christi überhaupt irgendeinen Wert für uns hat.
Weil die Gerechtigkeit Christi ist ja, dass wir genau all diese Gerechtigkeit, die wir jetzt studieren, tun. Wenn wir aber den Maßstab nicht kennen oder vergessen, kann uns das wenig helfen oder das wird uns nicht helfen. Das andere, was ich auch nochmal erwähne, ist, wie wir es ja schon mal beim letzten Mal studiert haben, was wichtig zu gedenken ist, in all diesem hohen Maßstab, den Gott uns für uns hat, wenn wir das wirklich befolgen und uns Gott ganz weihen, ist das kein Weg der Trübsal, sondern die Gerechtigkeit Christi ist das, was am meisten Erfüllung und Freude bringt. Das ist auch wichtig, das im Kopf zu behalten. Und all das ist nur zu unserem Besten, wie wir schon studiert haben. Aber jetzt zum vierten Gebot. Und das ist schlussendlich mehr als auch nur einfach am Samstag zur Kirche zu gehen. Lass es uns auch mal lesen. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Nun, was auch erstmal wichtig zu erwähnen ist, es bezieht sich auf den Samstag und nicht hier auf den Sonntag. Der Samstag ist immer noch der 7. Tag und immer noch der Tag, wo dieses Gebot gültig ist, auch heute. Und da können wir jetzt noch sehr viel dazu sagen, aber das ist nicht heute das Thema, das ist ein anderes Mal. Man könnte auch generell jetzt noch sehr viel darüber studieren, wie wir jetzt den Sabbat halten, aber das wäre auch noch mal eine ganze Predigt. Deshalb hier nur ein paar der Dinge zu der geistlichen Qualität des Sabbats. In Jesaja 58, Vers 13 heißt es, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht deine Geschäfte treibst, noch nichtige Worte redest. Also der Sabbat halten ist mehr als einfach nur zur Kirche zu gehen am Sabbat. Hier sehen wir, dass am Sabbat wir wirklich nichts tun sollten, was zu unserem eigenen Vergnügen ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht glücklich sein sollen am Sabbat. Eher im Gegenteil, aber dass unsere Freude dann in den Dingen sind, die von Gott kommt. Zum Beispiel in Mission oder in der Freude am Bibelstudium oder Freude mit Geschwistern in der Gemeinde zu sein oder Lieder zu Gottes Ehre zu singen oder auch in der Natur zu spazieren. Das ist jetzt nicht unsere Lust oder die Dinge zu tun, die uns gefallen. Aber zum Beispiel, am Sabbat Fernsehen zu schauen oder Dinge, die ich tue, die mir nur selber Freude machen. Also Fernsehen ist vermutlich sinnvoll, gar nicht zu machen, aber die meisten Dinge, die es im Fernsehen gibt. Aber schlussendlich muss da jeder selber dann denken und immer auf deinem Gebet fragen, Herr, ist das jetzt was ich tue, weil es mir gefällt, weil ich es tun will, oder ist das wirklich was auch mit deinem Zweck für den Sabbat übereintrifft? Auch, dass wir nicht unsere Gänge erledigen oder unsere, wenn wir noch etwas auf unserer To-Do-Liste haben, das noch am Sabbat machen, sondern das, wofür der Sabbat gedacht ist. Und auch nicht nichtige Worte reden, also auch nicht Dinge reden, die für den Sabbat nicht passen. Es gibt sogar ein Zitat in der Bibel, da steht, dass man auch nicht am Ende des Sabbats schon fast da sitzen sollte, nur auf die Uhr schaut, wann ist jetzt endlich der Sabbat vorbei, dass ich andere Sachen machen kann. Eigentlich ist die richtige Haltung, wirklich am Ende des Sabbats so zu denken, die Sonne geht jetzt schon fast unter. Aber wie schade, ich wünschte, es wäre noch länger Sabbat. Das ist eigentlich so die Haltung vom Geist her, die wir am Sabbat haben sollten, die das Gesetz fordert. Und schlussendlich müssen wir bedenken, um den Sabbat heilig zu halten, müssen wir selbst auch heilig sein. Sonst halten wir den Samstag, aber nicht den Sabbat. Das kann man sich recht gut vorstellen. Gott sagt ja, gedenke an den Sabbattag, damit du ihn heiligst oder heilig hältst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt draußen irgendwas im Garten umgegraben habe und der Boden ist schlammig, meine Hände sind völlig schmutzig und braun, dann kann ich nicht damit hingehen und die weiche Wäsche auch noch gleichzeitig beim Weg nach oben mitnehmen,
aus der Waschmaschine, die frisch gewaschen ist. Weil wenn meine Hände schmutzig ist, kann ich damit nicht was anderes sauber halten. Ich werde es auch automatisch schmutzig machen. Und so, wenn ich nicht heilig bin, kann ich auch den Sabbat nicht heilig halten. Und ein Wein fasst das alles nochmal zusammen. Gott hat den Menschen 6 Tage zur Verfügung gestellt, an denen sie ihrer Arbeit nachgehen sollen. Und fordert, dass sie in dieser Zeit ihre eigene Arbeit erledigen. Handlungen, die unbedingt notwendig sind oder barmherzigen Charakter tragen, sind am Sabbat erlaubt. Den Kranken und Leidenden müssen jederzeit versorgt werden. Da muss man vielleicht noch hinzufügen, jetzt ein Arzt sollte jetzt nicht seine Praxis ganz normal am Sabbat öffnen. Also sowas wie Notdienst ist jetzt was anderes. Aber wenn da einfach nur Leute zu einer Standard-Blutuntersuchung kommen können, die sie auch am nächsten Montag machen können, dann übertritt der Arzt auch den Sabbat, wenn er das macht. Also wirklich nur, wenn das jetzt zwingend notwendig ist an dem Tag. Also wenn jemand Schmerzen hat oder so etwas und das dem abgeholfen werden muss oder so etwas. Sie schreibt dann weiter, doch Arbeiten, die später erledigt werden können, sind unbedingt zu unterlassen. Und so sollten wir uns dann immer am Sabbat fragen, ist das jetzt was, was ich später noch tun kann oder muss das jetzt wirklich gemacht werden? Wer am Sabbat geschäftliche Angelegenheiten bespricht oder diesbezüglich Pläne schmiedet, führt in Gottes Augen bereits seine eigenen Geschäfte aus. Das heißt, hier sehen wir wieder, dass wir auch in den Worten, wenn unsere Worte nur über etwas Falsches reden, wie zum Beispiel, wir arbeiten zwar nicht physisch, aber wir reden über Arbeit, übertreten wir damit den Sabbat. Und ich schreibe weiter, wenn wir den Sabbat heilig halten wollen, sollten wir nicht einmal unseren Gedanken gestatten, sich mit weltlichen Dingen zu beschäftigen oder auch über weltliche Dinge zu reden. Und manchmal müssen wir dann einfach, wenn wir mit Menschen reden oder mit Menschen zusammenleben, diese Dinge nicht ernst nehmen, müssen wir einfach dann ihnen liebevoll sagen, lass uns da doch morgen drüber reden. Heute ist Sabbat und da will ich nicht darüber reden. Oder ihnen das irgendwie freundlich erklären. Oder auch manchmal sogar in der Gemeinde Geschwistern das sagen. Und sie sagt dann weiter, und das 4. Gebot schließt alle ein, die mit uns im Haus zusammenleben. Alle Familienmitglieder sollen ihre weltlichen Arbeiten beiseite legen und Gott an seinem heiligen Tag mit willigen Dienst ehren. Und das heißt jetzt nicht, dass der Mann oder die Frau ihren Mann das so gesehen aufzwingen kann, weil das heißt interessanterweise im Gesetz nur, also zum Mann oder der Frau redet es. Aber zum Beispiel die Eltern sind schon dafür verantwortlich, ihren Kindern am Sabbat sie dazu anzuleiten, den Sabbat zu heiligen. Weil die sind ihnen anvertraut. Und hier steht auch noch, dass der Sabbat auch man nutzen sollte, um Gott willigen Dienst zu bringen. Also der Sabbat ist durchaus auch dazu gedacht, Mission zu machen oder armen Menschen zu helfen oder Kranke oder so zu besuchen. Das gehört auch noch schlussendlich zum Charakter des Sabbats. Das ist jetzt nicht vielleicht das, was jeden Sabbat sein muss, aber trotzdem grundsätzlich auch ein gewohnheitsmäßiger Teil des Sabbats oder ein regelmäßiger Teil des Sabbats sein sollte. Jetzt haben wir so gesehen das 4. Gebot etwas studiert und lass uns jetzt noch zum Abschluss zum 5. Gebot kommen und dann auch für heute Schluss machen. Das 5. Gebot heißt, und ich will euch nochmal ermutigen, auch wenn ihr das lest und wir es zusammen studieren, wirklich lasst den Geist in eurem Herzen forschen und reflektiert auch selber über euch. Weil das schlussendlich ist die Grundlage, um die Gerechtigkeit Christi voller zu ergreifen. Wie zum 5. Gebot heißt es noch, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das kann man auch wieder sehr schnell lesen, aber denkt vielleicht mal drüber nach. Was heißt es, jemanden zu ehren? Wie kann ich meinen Vater und meine Mutter ehren? Zum Beispiel in Jesaja heißt es, steht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Blößen siehst, du ihn bekleidest und dann hier noch in Bezug zu den Eltern, der Familie und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst.
Also zum Beispiel heißt es, die Eltern zu ehren, ihnen praktisch zu helfen oder im Alter sie finanziell zu unterstützen oder sie nicht unnötig zu belasten, auch schon als Kind oder Jugendliche oder junge Erwachsene. Das heißt zum Beispiel für Kinder auch, wie es hier in Römer heißt, dass sie ihren Eltern gehorchen. Und als solche, die, weil hier schreibt Paulus über Sünder, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, den Eltern ungehorsam. Das heißt, es ist ungerecht, es ist Übertretung, den Eltern nicht zu gehorchen. Lass uns auch noch Maleachi 3, Verse 23 und 24 dazu lesen. Und da kann gern wieder jemand von euch das vorlesen. In manchen Bibeln ist es vielleicht sogar Maleachi 4. Das ist manchmal ein bisschen verschieden von der Kapitelanzahl. Aber in der Schlachterbibel ist es Maleachi 3, 23 und 24. Wenn ihr eine andere Bibel habt, das sind die zwei letzten Verse in Maleachi. Ob das jetzt Kapitel 3 oder Kapitel 4 sind, ist dann so gesehen nicht so wichtig. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Dankeschön. Hier, das ist sogar eine Prophezeiung für die Adventbewegung, vor dem großen Tag des Herrn, das ist die Wiederkunft. Und Gott sagt, dass er da ein Elia, es ist zu viel, das genau zu stehen, aber er wird eine Bewegung und auch einen Propheten schicken, was dazu führen wird, dass sich wieder die Herzen der Eltern und der Eltern zu den Kindern sich zuwenden. Also es ist eben auch, dass eigentlich eine Liebe zwischen Eltern und Kindern da sein wird, auch eine Zuneigung zwischen Eltern und Kindern. Und es deutet aber auch an, dass auch in der Endzeit es ein Problem sein wird, dass die Herzen der Kinder und Eltern nicht vereint sind, sondern dass es da gewisse Spaltung gibt und Konflikte. Und was man jetzt dazu sagen muss, ich kann nicht meine Eltern dazu zwingen. Ich kann nur das tun von mir aus. Oder Eltern können nur ihren Teil tun. Sie können ihr Kind natürlich nicht dazu zwingen dazu. Und das ist das, was das Gebot von uns verlangt. Aber soweit es von uns geht, oder also unseren Teil, sollten wir unsere Eltern lieben, selbst wenn sie uns schlechte Dinge getan haben. Oder auch umgekehrt, die Eltern sollten die Kinder lieben, selbst wenn da irgendwas passiert ist. Weil Gott liebt uns auch wenn wir Falsches gegen ihn getan haben. Und schlussendlich ist das aber auch nur möglich, wenn das Herz von sowohl den Eltern als auch den Kindern durch das Evangelium verändert wird. Nur das kann die Herzen wirklich vereinen. Menschlich ist das nicht möglich. Das fünfte Gebot hat aber eigentlich im Prinzip noch mehr. Das Prinzip des fünften Gebotes ist eigentlich, weil die Eltern sind ja eine von Gott eingesetzte Autorität, die Rolle Gottes oder eine ja, gegen Rolle von Gott in Kindern widerspiegelt. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch andere von Gott eingesetzte Autoritäten. Und schlussendlich das Prinzip eben, dass man diesen Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, diese ehrt und ihnen gehorcht. Und das können eben nicht nur Eltern sein. Also im Prinzip fallen auch noch andere Dinge darunter, wie zum Beispiel hier in Epheser 6. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern. In Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei. Das heißt, um anderen Menschen zu gefallen und das gar nicht so richtig zu machen, sondern nur so scheinbar, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Also heute gibt es in den meisten Fällen keine Sklaven mehr. Aber zum Beispiel auch unseren Arbeitgeber, da sollten wir auch ein vorbildlicher Christ sein. Und es gibt da schon noch eine Einschränkung zu diesen Sachen, das schauen wir uns gleich auch noch an. Aber zum Beispiel auch da, wir sollten auch dort und zum Beispiel auch soweit es mit unserem Glauben vereinbar ist, unterordnen. Hier in Römer 13 heißt es auch noch, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Also hier redet es über den Staat. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes.
die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichtes. Also damit sagt Paulus, man soll sich nicht nur dem Staat unterordnen, weil man sonst eine Strafe oder Bußgelder bekommt, sondern auch um des Gewissens willen. Das heißt, man muss auch machen, weil sonst das Gewissen gegenüber Gott verletzt würde. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuern, dem die Steuern Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Zum Beispiel heißt es, dass wir ja unsere Steuererklärung rechtschaffen machen und dort nicht irgendwie betrügen und da dem Staat etwas von der Steuer rauben. Oder dass wir Leute auf dem schwarzen Markt schwarz für uns arbeiten lassen. Oder es heißt zum Beispiel, dass wir auch nicht zu schnell fahren. Also natürlich, wenn jetzt jemand im Sterben liegt und wir ihn ins Krankenhaus fahren müssen, das ist schon jetzt ein Grund, auch notfalls zu schnell zu fahren. Aber ihr wisst, was das schlussendlich, was ich damit meine. Auch der letzte Teil ist auch noch, es hat auch eine Anwendung in der Gemeinde. Lasst uns hier mal lesen, Hebräer 13, Vers 17. Dort heißt es nämlich, gehorcht euren Führern. Also das sagt jetzt Paulus zu denen in der Gemeinde. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Und das wäre nicht gut für euch. Also auch selbst in der Gemeinde sollten wir unseren Geschwistern durchaus uns unterordnen, wenn dabei keine Prinzipien verletzt werden. Weil das ist noch ein wichtiger Punkt. Denn diesen Autoritäten gebührende Gehorsam ist nur in der ihnen von Gott gegebenen Autoritätsbereich fällig. Und zum Beispiel der Staat hat kein Recht, Dinge zu bestimmen, die mein Gewissen betreffen. Das heißt darin, das ist nichts, wo ich ihm gehorchen muss. Genauso ist es zum Beispiel, dass auch Eltern nicht das Recht haben, den Kindern etwas zu sagen über ihr Gewissen. Das ist auch etwas, wo auch dann die Kinder das Recht haben, ihren Eltern nicht zu gehorchen. Oder auch genauso, wenn Pastoren Dinge tun wollen, die jetzt, oder auch andere Gemeinden, die den Prinzipien und den Geboten Gottes widersprechen, auch dann haben wir sogar die Pflicht, ihnen nicht zu gehorchen. Schlussendlich sagt auch die Bibel, oh, der Vers ist jetzt irgendwie rausgefallen, weil die Bibel sagt, in Apostelgeschichte 5, Vers 29, sagt Paulus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist eben das Prinzip. Aber wenn die Menschen etwas sagen, was jetzt nicht mit dem Prinzip in Gottes Konflikt ist, dann sollten wir ihnen auch gehorchen. Aber wenn sie eben etwas sagen, was Gottes Geboten widerspricht oder seinen Anweisungen in irgendeiner Form, dann müssen wir da eisern sein wie ein Fels oder steinhart, unbewegbar wie ein Fels in der Brandung. Und ist auch keinesfalls falsch, sondern völlig richtig. Und Elwald fasst dieses noch zusammen hier in wie alles begann und das ist unser letztes Zitat für heute. Die Eltern haben das Recht, in einem Maß Liebe und Achtung zu empfangen, wie es sonst keiner anderen Person zusteht. Gott selbst hat ihnen die Verantwortung für das Leben, das ihr ihre Obhut anvertraut habt, übergeben. Er hat bestimmt, dass die Eltern ihren Kindern gegenüber in den ersten Lebensjahren Gottes Stellvertreter sein sollen. Wer die rechtmäßige Autorität seiner Eltern ablehnt, verwirft gleichzeitig die Autorität Gottes. Das fünfte Gebot verlangt von den Kindern nicht nur, dass sie ihren Eltern respektvoll begegnen, sich ihnen unterordnen und ihnen gehorsam sind, sondern auch sie zu lieben und wertzuschätzen, ihrer Obsorge zu erleichtern, ihren guten Ruf zu schützen, ihnen im Alter Beistand zu leisten und ihr Leben angenehm zu gestalten. Das Gebot verlangt außerdem die Achtung vor Geistlichen, vor Regierenden und vor allen anderen, denen Gott Autorität verliehen hat.
Nun, das war jetzt das Letzte, was wir für heute betrachten wollen, aber vielleicht nochmal zum Abschluss. Das ist letztendlich wirklich die Gerechtigkeit, die Gott in uns wirken will, jetzt die erste Hälfte der Gebote. Und wir sehen wirklich, die Gebote sind viel mehr, als man nur auf den ersten Blick dort sieht. Man, die Bibel ist schlussendlich ein Kommentar zu den 10 Geboten, die noch genauer beschreiben, was da eigentlich alles gemeint ist. Und wie David sagte, das Gesetz ist sehr breit. Und vielleicht ist es auch für uns so, dass wir das Gesetz nochmal tiefer sehen müssen, dass wir Paulus, ja, auch wenn wir vielleicht schon Adventisten waren, das Gesetz kennen, das nochmal zurückkommt und es nochmal überführt. Und es eigentlich zeigt, was eigentlich Gottes Standard ist. Ja, und so will ich euch einfach einladen und auch genauso an mich selber, dass wir uns genau daran prüfen und auch, ja, den Standard nicht verringern, sondern den Standard da setzen, wo Gott ihn gesagt hat, weil schlussendlich nur wenn wir das machen, wie wir am Anfang studiert haben, werden wir auch wirklich das richtige Evangelium finden. Weil wenn wir den Standard verringern, dann brauchen wir gar nicht das Evangelium, was wir noch in der Zukunft jetzt in den vollen Studien studieren werden. Dann können wir eigentlich hier schon aufhören. Aber ich bin sicher, dass ihr auch dort einen hohen Standard anstreben wollt. Und so werden wir dann noch beim nächsten Mal weiter das Gesetz studieren und danach dann auch, wie Gott dies in unserem Herzen und unserem Leben alle Zeit bewirken will. Lasst uns jetzt noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Gesetz. Es ist wahrlich ein wunderbares Gesetz. Würden alle Menschen dieses Gesetz befolgen, diese Welt wäre wirklich ein völlig anderer Ort. Und Vater, wenn es uns verdammt, mag es immer wieder so hart erscheinen. Und das ist es auch. Aber wenn wir das Evangelium haben, ist das Gesetz süß. Wie David sagte, es ist wie Honig. Und wie David sagt, er hat sich an seinem Gesetz gefreut und es mit ganzem Herzen sogar geliebt. Weil durch deine Gerechtigkeit, durch das Evangelium, können wir das wirklich halten. Und es ist ja wirklich nichts Falsches oder Schlechtes zu halten, es ist eigentlich was Wunderbares zu halten. So, Vater, danke ich dir, dass du uns das Gesetz gegeben hast. Bitte hilf uns wirklich und wirke du selbst in uns. Auch in unserem, aber auch hilf, dass wir mit dir zusammenarbeiten, dass wir alle Zeit das Gesetz vor Augen haben. Es nicht vergessen, sondern dass es in unseren Alltag, in unsere täglichen Worte, Gedanken, Taten und Motive hineinreicht. Und auch diese dann, dass uns bewusst wird, wie es dort Anwendung hat. Und so verändere uns und überführe uns, damit wir noch voller die Gerechtigkeit Christi ergreifen, die in uns dann das Halten des Gesetzes bewirken kann. Vater, ich danke dir sehr für unser Studium und für den Segen, den du uns geschenkt hast. Danke für dein Wort. So bitte ich jetzt, sei bei uns heute Abend. Und ich danke dir auch, dass du unser Gebet erhört und beantwortet hast. So bete ich es im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.